Oh Mann, ey! Ist doch blöd, die Abrichte! Wir arbeiten regelmäßig mit Maschinen. Manchmal mit Einsteigermaschinen, manchmal mit Profimaschinen. Und so wie wir schon oft gesehen haben, zum Beispiel in diesem Video, gibt es Maschinen, die wirklich einfach Murks sind. Aber manchmal liegt es gar nicht wirklich an der Maschine, dass etwas nicht klappt, sondern vielmehr an der Art, wie wir die Maschine benutzen. Ich habe mit dem Georg im Vorfeld gesprochen und zeige euch jetzt mal ein Video. Schaut euch das Video gerne einmal an und schreibt dann unten in die Kommentare, was genau ist in diesem Video eigentlich falsch gegangen. Georg schreibt, er hasst diese Maschine. Es gibt aber einen Grund, der ein bisschen dafür spricht, dass die Maschine zwar vielleicht nicht die beste ist, aber das Problem eher bei der Handhabung liegt. In dem Video konnten wir einige Sachen sehen, die auf jeden Fall nicht ganz optimal sind. Das erste ist die Arbeitshöhe. Er nutzt eine kleine Benchtop-Abrichte. Das heißt eine Abrichte, die auf irgendein anderes Stück draufgestellt werden muss, weil sie in echt wahrscheinlich nur in etwa so hoch ist. Meine Abrichte, das könnt ihr sehen, geht mir so ziemlich bis zur Hüfte. Das bedeutet, dass wenn ich das Holz abrichte, so wie wir es in diesem Video gelernt haben, dann drücken meine Hände automatisch von relativ weit oben nach unten. Das ist auch hervorragend, aber dazu kommen wir gleich noch. Das Problem ist, je weiter ich mich selber nach unten bewege, desto schwieriger wird es, nach unten zu drücken, weil ich auf einmal aus dem Arm nach unten drücken muss. In dieser Haltung, in der ich jetzt stehe, lasse ich die Hände einfach fallen und drücke automatisch mit dem Oberkörper auf das Holz. Das heißt, auch wenn wir kleine Maschinen haben, ist es ganz wichtig zu schauen, was ist die korrekte Arbeitshöhe. Und gerade bei Abrichten könnt ihr eine Sache machen. Guckt amerikanische Videos. Schaut euch an, wie groß die Menschen da sind und wie klein die Abrichten sind. Bei Richard ist es das Gleiche. Der ist ja deutlich größer als ich und trotzdem steht er eher gebeugt, sodass wir also das Material nach unten drücken. Das ist der erste große Fehler, den ihr nicht machen solltet, den Georg auf jeden Fall gemacht hat. Wenn man zu weit unten ist, ist die Handhabung einfach nicht so richtig gut. Wir können auch nicht gut gucken, das Umgreifen wird schwierig, aber dazu kommen wir jetzt. Denn das zweite Problem ist, peng, dieses Ding hier. Wenn wir Holz abrichten, dann haben wir zwei wunderbare Hilfsmittel, die passenderweise schon an unserem Körper dran sind. Die nennen sich Hände. Wir hatten ja eben gerade schon gelernt, wir können mit dem Oberkörper das Material gut auf den Tisch runterdrücken. Und mit den Händen flach auf dem Material können wir es auch sehr, sehr gut führen. Wichtig ist es, wir müssen es ja bei solchen Maschinen über die Brücke führen. Nicht zurück, sondern in diese Richtung drüber. Und dabei müssen wir umgreifen. Und das ist mit den Händen wunderbar einfach, weil wir die hervorragend über diese Brücke führen können. Genau deswegen ist sie so gemacht. Jetzt ist es aber so, dass ganz oft sowas oder sowas benutzt wird. Und da gibt es ein großes Problem, denn das passt nicht. Zuallererst mal Notaus rein, denn wir haben ja hier keine Sicherheitsteile. Was ganz logisch am Anfang ist, man denkt sich, wow, hier drehen sich ganz schön viele Messer. Ich möchte meine Hände möglichst weit weg haben. Das kann ich gut verstehen. Trotzdem ist es so, die Abrichte ist bei richtiger Handhabung eigentlich eine sehr, sehr sichere Maschine. Und, das kann ich schon mal spoilern, die Hände sind im Prinzip das Sicherste, was wir haben, weil wir die am besten kontrollieren können. Was wir bei Georgs Video sehen, er nimmt auch erst die Hände und nimmt aber dann diesen Schiebestock, den er schon in der Hand hat, und greift um. Und was wir dabei, wenn wir genau hingucken, sehr gut sehen können, genau in diesem Moment, wo er umgreift bzw. ansetzt, wackelt das Brett. Und zwar beide Male. Und das ist genau das Problem. Beim Abrichten kommt es darauf an, dass wir ein Stück sehr ruhig und gleichmäßig führen. Und genau deswegen sind die Hände dafür sehr, sehr gut geeignet, weil wir diesen Übergang über die Brücke mit den Händen sehr gleichmäßig machen können. Wenn wir hier hinten anfangen zu drücken, dann ist so ein Schiebestock dafür nicht wirklich geeignet, weil wir hinten drücken. Wir wollen aber bei einer Abrichte immer den Druck auf dem Abgabetisch haben. Das heißt, so ein Ding hat an der Abrichte aus meiner Sicht sehr, sehr wenig verloren, einfach weil es das völlig falsche Werkzeug ist. Und umgreifen zu einem anderen Werkzeug im Arbeitsschritt ist generell eine blöde Idee. Was es gibt, was jeder 100-mal gesehen hat, ich sagte ja schon Amerika, solche Pushblocks. Das heißt, wir arbeiten mit solchen Blöcken und schieben das Material hier rüber. Das ist eine gute Idee, wenn man keine Brücke hat, so wie es in Amerika ist, denn wir können die Blöcke einfach oben drauf liegen lassen und weiterfahren. In Deutschland ist das schwierig. Die meisten Abrichten haben, eine solche Brücke.
Und wir haben hier das gleiche Problem wie bei einem Schiebestock. Natürlich können wir hier etwas leichter umgreifen. Trotzdem möchte ich euch gerade bei größeren Stücken dazu motivieren, lieber die Hände zu nehmen, weil es einfach sicherer ist. Ihr habt mehr Kontrolle darüber, was ihr macht. Diese Dinger haben einen ganz anderen Einsatzzweck aus meiner Sache, den ich euch natürlich auch noch zeige, wenn wir das Ganze einmal umbauen. Eine Möglichkeit, wo ein solcher Griff Sinn machen kann, ist bei sehr, sehr kleinen Teilen. Das ist jetzt schon etwas übertrieben, aber ich will es auch etwas übertrieben zeigen. Hier könnte man sagen, ich möchte meine Hand hier nicht draufdrücken. Deswegen könnte man überlegen, das Stück so zu führen. Wenn wir jetzt hier drüber gehen, zack, kann ich das hier relativ sicher drüber schieben. Meine Hand ist sehr weit von der Messerwelle weg. Aber auch hier gibt es aus meiner Sicht eine bessere Variante im Prinzip. Können wir das Stück von hier hinten führen, greifen dann, wenn es hier drüben ist, einmal um und führen es dann so. Auch so haben wir eigentlich fast keine Möglichkeit, in die Messerwelle zu greifen, weil wir die Einrichtung, die uns schützen soll, richtig einstellen und so kaum Gefahr laufen. Ihr könnt, wie gesagt, solche Sachen nutzen. Wenn, würde ich aber empfehlen, sie dauerhaft in der Hand zu behalten. Das heißt, das geht eher dann, wenn, so wie hier, das Stück etwas größer wäre, sodass der Block hier drüber fahren kann und wir sozusagen nicht umgreifen müssen. Denn, und das haben wir in dem Video gut gesehen, das Umgreifen führt zu Unsicherheit. Jonas, warum machst du das? Muss das sein, dass du jetzt einen Hobby-Woodworker hier in die Tonne klopfst? Ich kloppe ihn nicht in die Tonne. Ich habe ihn sogar vorher gefragt, denn ich finde das ganz, ganz wichtig und ich finde das Video sogar super gut. Warum? Weil er selber sagt, dass er unzufrieden ist und weil wir alle ganz viel daraus lernen können. Er selber vor allen Dingen. Das Schöne ist, solche Beispiele veranschaulichen, was schiefgehen kann. Das kann ich nicht veranschaulichen, weil ich gar nicht auf die Idee kommen würde, einen solchen Schiebestock an einer Abrichte zu nutzen, die viel zu hoch steht. Trotzdem ist das etwas, was ich glaube, was ganz, ganz oft passiert, weil ganz viele von euch gar keinen Hintergrund mit solchen Maschinen haben. Und es ist ganz, ganz wichtig, das zu thematisieren. Was ich auch nochmal laut sagen möchte. Ich sage, die Hände sind das Beste. Warum? Weil wir am meisten Kontrolle haben und weil wir sehr genau wissen, wie diese Dinger funktionieren. Wenn ihr euch unsicher fühlt, dann greift auf solche Sachen zurück und ganz wichtig, richtet lieber unsauber ab, sodass das Stück vielleicht nicht perfekt ist, eure Hände aber dranbleiben. Das ist das Wichtigere. Wenn ihr aber gut abrichten wollt, dann müsst ihr es wahrscheinlich mit den Händen lernen. Und wenn euch das alleine schwerfällt, dann kann jeder selbstständig einen Maschinenlehrgang machen. Das ist kein Problem, das geht, kostet im Zweifelsfall Geld, aber das ist besser, als frustriert zu sein. In diesem Fall, den wir jetzt hatten, liegt es, glaube ich, nicht an der Maschine, dass das Ergebnis nicht so ist, wie Georg es gerne gehabt hätte. Was ich aber trotzdem sagen möchte, ist, die Maschine ist trotzdem nicht wirklich zu empfehlen. Trotzdem kann man mit ihr wahrscheinlich halbwegs gut abrichten und wir haben ja sehr gut gesehen, das größte Problem ist, dass das Material beim Umgreifen gewackelt hat. Alles, was beim Abrichten wackelt, resultiert in einem unsauberen Ergebnis. Also in diesem Fall klarer Anwenderfehler. Ganz großes Dankeschön an Georg, dass ich dieses Video benutzen darf. Ich glaube, dass es vielleicht vielen hilft. Schaut euch seinen Kanal gerne unten an. Er macht sehr schöne Sachen. Also, in diesem Sinne haben wir wieder etwas gelernt. Aus meiner Sicht gehören an die Abrichte keine Schiebestöcke. Das ist eine sehr einfache Lektion. Also, übt abzurichten, guckt euch dieses Video nochmal an oder von irgendwem anders, der euch erklärt, wie man gut abrichtet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann gerne mit einem Abo. Tschüss. Ups, nein, natürlich nicht. Dieses Ding gehört zur Fräse.